Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir haben uns von Pegabox eine Box bestellt. Eine Überraschungsbox für Katzen. Das ist nämlich so gewesen, dass ich auf Instagram eine Werbung bekommen habe für eine Katzen-Überraschungsbox. Ja. Die wollte ich bestellen, die kommt allerdings, war das jetzt aus Amerika oder China, und wird nicht nach Deutschland geliefert. Und ich habe gedacht, schade, wäre witzig gewesen, eine Überraschungsbox für Katzen. Ja. Dann habe ich gegoogelt und bin auf Landmarkt Pegasus gestolpert. Bin ich drauf gestolpert oder drüber gestolpert? Drüber gestolpert. Ja. Und die bieten Katzenüberraschungsboxen an für 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro oder 50 Euro. Und es gibt das auch für Pferde und für Hunde. Richtig. Für Hunde haben wir jetzt nicht gemacht, obwohl wir einen Hund haben, aber Ellie darf ja nichts essen, außer ihr blödes Nierenfutter. Ja. Das ist übrigens nicht Ellie, die ihr Kläffen hört. Nee, und ich will sagen, die für 20 Euro ist XS. Ja, die ist bestimmt sehr klein. Ja. Die für 30 ist S, die für 40 ist M und unsere für 50 ist L. Ich habe gedacht, wir haben 4 Katzen. Was soll ich mit einer XS-Box? Deswegen habe ich 50 Euro bezahlt. Eine X-Box ist, glaube ich, nur hier der Bereich hier. Kann sein, die ist wahrscheinlich so klein. Und deswegen haben wir jetzt diese Riesenbox hier, die wir noch nicht geöffnet haben. Und es ist jetzt gerade mal keine Katze da. Aber wir hoffen, dass da irgendwas zum Knistern drin ist und dass sie dann kommen werden. Soll ich machen? Brauchst du nicht, guck mal, genau so werden. Du musst einmal hier lang ratschen und hier lang ratschen. Und hier an diesen, siehst du diese Kurven? Ja. Ich habe gerade gesehen, die Batterie ist fast alle. Deswegen, wir dürfen nicht so viel sappeln. Das könnte unser Nachbarshund sein. Das ist bestimmt ist Neo. Das ist Neo. Ellie ist mit Papa unten im Wohnzimmer. Oder vielleicht auch im Garten. Ich glaube eher im Wohnzimmer. Vielleicht sollte ich eine zweite Schere holen. Ne, brauchst du. Oder ich mache es mir gemütlich in der Zwischenzeit. Ah! Anders hinsetzen. Ich hole dir eine zweite Schere. Hanna möchte den Karton ja hinterher auch behalten, weil sie will da ein Katzenhaus dann drauf bauen. Ja, aber wer weiß, vielleicht ist hier ein Katzenhaus drin. Versuch mal, das zu putzen. Okay, funktioniert. Ich sehe bis zur Hälfte sehe ich Papier. Wir können ja mal Katzenkatz bauen. Noch nicht reingucken. Was ist das? Das ist ein Katzenspielzeug. OMG! Guck mal! Ein Wurm! Oder ein Tausendfüßler bestimmt! Ja. Und ein. Wow! Oh, mit Katzenminze. Oh, da werden unsere. Vorsichtig! Ja. Warte mal, ich glaube, wir können den Karton. Darf ich mal? Schnucki! Warte! Nimm mal den Tausendfüßler runter. Dann schieben wir den Karton mal zur Seite. Den kannst du hinterher haben. Hier, das kommt auch noch da rein. Genau. Das auch. Omi! Du bist ja doch da! Ja! Omi! Er riecht schon Katzenminze. Soll ich mal ausschütten? Komm her! Wow! Geh dir mal mit der Maus. Wow! Leckerli! Wow! Und eine Rechnung. Yay! Mit Federn, das ist ja gar nicht meins. Hier stehen übrigens Preise drauf, wir können ja mal kurz gucken. 30 Euro, der Tausendfüßler. 36 Euro. Nee, also nix. 37 Euro, nochmal 7 macht 43 Euro. Ja, und dann ein paar Leckerlis. Also es kommt schon ungefähr hin mit 50 Euro. Ja. Guck mal. Hier ist sogar. Wow, also die kann ich nicht aufmachen, weil das ist Essen. Guck mal, da Entenherzen. Wer möchte? Wer möchte? Entenherzen. Wow. Schau, dass da. Vorsicht mit deiner Schere, ne? Ja. Wer möchte ein Entenherz? Oimi möchte ein Entenherz. Deshalb sagst du eigentlich immer Entenherz. Weil das ist ekelhaft. Aber das ist
Das steht hier drauf. Ja, aber das klingt ekelhaft. Für Sabi. Guck mal, Sabi. Bist du ein Bild, Sabi? Doch, ich glaube schon. Aber, was gibt's denn? Oh, ach, Eumi! Unfair! Ja, Ron, du armer Wicht. Du, hier ist doch noch ein Herzi. Wem gehört denn das? Knuffi. So, wir packen mal den Tausendfüßler aus. Gefällt es euch? Nari, denke ich, was ist das? Fluffy hat auf jeden Fall die Katzenminze entdeckt. Ich hab mal. Wie ist das denn? Ein Tausendfüßler! Ein Tausendfüßler! Yay! Ich glaube, dass hier sonst hier Löcher. Sabi interessiert sich nicht dafür. Ih, Fluffy hat es abgeleckt. Ja, ich weiß. Oh, dein Herz ist okay. Oh. Meine Nase voll. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein, was wir da machen. Könnt ihr das überhaupt sehen? Fluffy denkt sich, dieses Karton hier. Das soll auch ausgepackt werden, Sabi. Schnucki. Guck mal. Wow. Fluffy ist der Erste, der Einweiher. Genau so geht das. Zeig das mal deinen großen Kollegen. Gleichzeitig. Oh, er wollte sich drauflegen. Katzenminze, da drehen sie zwar durch. Pull and dis. Ich hab Angst. Bewegt sich das? Das piept auch noch wie ein Vogel. Ist das cool? Gibst du mir mal Sabi? Wollen wir das auch noch mal aufmachen hier? Ja, aber es ist so riesig. Guck mal hier, Sabi. Sabi, hallo? Was? Hallo? Hier, guck mal. Der Tausendfüßler ist eine coole Sache. Sehen Sie, das ist lecker. Oh, die sind eins. Das ist richtig Fleisch. Das will ich nicht hier oben in deinem Zimmer aufmachen. Agli! 100% Hühnerbrust. Die ist richtig eingeschweißt, richtig weich. Also ich weiß, wer das mag. Ellie. Ja, Ellie und Eumel. Wer noch? Eumel. Oh, du bist so süß. Und das hier gibt's morgen früh, okay? Die gibt's morgen früh. Super. Und davon. Ich will das Teil in meinem Zimmer haben. Dieses Gemüt. Wir sind in deinem Zimmer. Ich möchte das Teil aber, wenn's. Ja, kann es doch. Das kann ja hier stehen. Haben wir das überhaupt richtig rum? Weil das A. Das A. Der Seite ist da richtig rum. Tatsächlich. Man kann den umdrehen. Ah, einmal. Okay, falls du das hier zerwetzt hast, kleiner Fluff, kann man es umdrehen noch. Und? Also, Sabi. Okay, dann müssen wir das mal dichter holen. Ihr seid alle aus dem Bild raus. Ach, hier ist ja auch noch das Mäuschen. Stürm's? Ja. Hier ist ja auch noch ein Mäuschen. Der wird nicht lange leben bei uns, fürchte ich. Also die 50 Euro, würde ich sagen, die haben wir auf jeden Fall drin. Ich finde es auch ganz witzig. Für mal. Ne? Ansonsten ist es natürlich ein teures Vergnügen. Für 50 Euro kann man natürlich rein theoretisch auch was anderes Tolles kaufen für seine Katzen. Aber wir wollten das jetzt einfach mal testen, vielleicht auch für euch mit. Also Jaron hat sein Favoritenspielzeug gefunden. Ja. Für Fluffy ist es anscheinend das hier. Was findet Sabi toll? Den Tausendfüßler? Oh. Den mag Jaron jeder. Jaron findet den auch gut. Der Tausendfüßler, der knistert den. Schön, ne? Kann man den irgendwo befüllen? Auch nicht. Schnuppern? No, Katzenminze! Warte, guck mal. Mami, Katzenminze! Warte. No! Oh, das riecht so gut. Ihr seid so süß alle. Endlich wieder neues Spielzeug. Wir haben auch schon gesagt, ich glaube, wir müssen mal wieder neues Spielzeug kaufen. Denn viele Sachen sind einfach langweilig geworden inzwischen. Guck mal, so ein Oller.
knisternder Tausendfüßler ist schon cool. Stürmen Sie oder so eine Knisterfolie da hinten. Ja. Wenn die Kommentare gehen, könnt ihr uns ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Die Kommentare sind ja immer so eine Sache für sich. Ja. Ne? Und vielleicht könnt ihr uns ja sonst auch schreiben, was für Haustiere ihr habt. Jetzt können wir endlich wieder Fragen stellen, wenn es denn funktioniert. Also Hannas Nägel brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr schneiden in nächster Zeit. Nö. Was ist das? Jetzt zeig mal Mami, wie das geht. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Der Held. Bei den Katzenboxentestern. Der Held des Tages. Ja, den Mund aufgemacht. Willst du in die Box? Ja, die, so eine Box ist natürlich auch cool, ne? Er ist drin, ne? Mann, ich bin Spiel. Ja, mal lieber mit Spiel. Wie süß. Endlich hinlegen. So, als Yoga machen. Wow! Das war knapp, Fluffy. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.